einen wunderschönen guten Abend nochmal an dieser Stelle und herzlich willkommen zum 8. Homecoming in Magdeburg! Ich hätte Magdeburg gar nicht dazu sagen müssen, weil es immer hier ist, aber ich hatte euch ja schon darauf konditioniert zu applaudieren, wenn man das tut oder sagt, wenn ich das sage. Ja, wir sind heute zusammengekommen und ich habe gerade gesungen, ne? I'm in love with a girl. Ich bin verliebt in ein Mädchen und tatsächlich dieses Jahr ist es passiert. Am 14. November ein neues Familienmitglied. Zack, verliebt auf den ersten Blick. Auch Frauen können das schaffen. Glaubt an euch, Mädels. So. Wir sind hier zusammengekommen, ihr habt gesehen, bei der Band hat sich ein bisschen was getan. Diese Seite sieht heute anders aus. Und zwar nicht, weil Roger und Simmel stärker als ich 10 Jahre jünger geworden sind, sondern wir haben zwei neue Mitglieder. Das ist einmal der Simon am Bass. Und der Tobias am Schlagzeug. Ganz süß, Simon 26, Tobias 23. Ja, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man selber älter wird, muss man langsam die Musiker verjüngern, damit man nicht so alt aussieht. Ach, apropos alt aussehen. Marius, schön, dass du wieder dabei bist. Marius, großen Applaus an der Gitarre. Und Thomas Krüger, hattet ihr ja schon das Vergnügen mit. Mittlerweile auch schon halbe Institution hier, beim dritten Mal, zum dritten Mal dabei. Ne? Genau, wir haben uns wieder einen bunten Abend vorbereitet für euch. Und ja, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich werde nächstes Jahr mein erstes Soloalbum rausbringen. Ja. Im Frühjahr wird es soweit sein. Die erste Nummer habt ihr gar nicht mitbekommen, habt ihr schon gehört. Das war der erste Song, Engel der Großstadt. Und ich verspreche euch, ich spiele einen weiteren heute noch. Die erste Single, hört ihr quasi heute komplett erstmals in Bandbesetzung live. Auch das kommt noch. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück ein paar Jährchen, so 30, in die 80er.